Sachen hier. Jetzt gucken wir mal. Sunstone Workshop, das ist der Gold Workshop, das ist klar. Stone Quarries, Iron Mine. Ein Storehouse, das könnten wir mal errichten. So, dann richten wir mal eine Balliste. Die können wir dann hoffentlich noch auf diesen Turm hier packen. Und hier steht ja, welcher Tag wir haben. Also wir haben Tag 10. Gut. Okay, ich kann den Tower rotieren, was aber nicht viel bringt. So, ich kann jetzt die Balliste draufpacken, die ist dann instant drauf sogar. Hat aber nicht genug Reichweite, Supi. Naja. Gut, nicht mehr lange und dann haben wir die Nacht. Den Tag auch hinter uns. Select all troops. Select free workers. Okay. Research tree. Ah, okay. Den können wir uns dann angucken, wenn wir in einem neuen Spiel sind. Worker Assignments. Ja, und da backt gerade irgendwie. Oh, das gibt schon einen guten Boost. Ah ja, Knowledge und Iron sind neu. Ach so, wegen unserem Essen. Ja, dem könnten wir ja auch. Bisschen nachhelfen, indem wir den Bad errichten. Aber hey, wir haben eine Balliste. Die ich gerne im Einsatz sehen würde, aber wahrscheinlich. Oh. Wir sehen sie doch im Einsatz. Sie schießt auf den Troll.
Okay, die Schildmen halten einiges aus und sie leveln sogar. Auch interessant. Eigentlich sollte das Match jetzt rum sein, weil ich habe nur 10 Tage eingestellt gehabt. Okay. Ich würde sagen, wir machen Exit to Menu. Lassen wir diesen Save mal. Gut. Das heißt, wir können den eigentlich komplett in die Tonne kloppen. Und können mal ein New Game machen. Es hat sich ein bisschen was geändert. Also die Tagesgrenze ist weg. Wie viele Tage so ein Mensch geht. Wahrscheinlich ist es jetzt diesmal... unendlich lang. Also bis wir drauf gehen oder die ganze Map erobert haben. Und wir nennen mal das ganze LP World. Und schalten auch das Tutorial nochmal wieder an, um zu gucken, was passiert. Gut. Every resource needs storage space. Ja, das haben wir jetzt gerade gelernt. Und was ich gelesen habe, es soll sich viel am Stadtbauteil geändert haben. Das werden wir ja jetzt dann sehen, wenn wir geladen haben. Ja, Your Majesty, choose a site for your new castle and we will begin to rebuild the kingdom. You can return the castle by holding down the right mouse button or using C und V. Mhm. Also ja, wir können das Schloss wieder nur auf dem einen Feld errichten. So können wir es drehen. So, da kommt unser Worker und er richtet es. So. Großartig, die Burg ist gebaut. Ihr könnt die Kamera bewegen, ihr könnt sie rotieren. Neue Sonnenleute erscheinen in der Burg. Ja. Eine Sägemühle bauen als nächstes. Dann errichten wir die mal hier. Ja, dann Arbeiter hinzufügen. Naja, die Mitteilung, dass wir am Limit für Nahrung und so weiter sind, okay. Ja, wir brauchen mehr Sonnenarbeiter. Deswegen sollten wir ein Haus errichten. Thank you.
Da kommen die neuen Sonderarbeiter. Ja, jetzt, ab jetzt brauchen sie da Nahrung. Deswegen sollten wir uns um Essensproduktion kümmern. Also eigentlich das hier capturen. Ich hätte aber erstmal gern das hier. Und dann noch das hier. Okay, Schafe brauchen wir. Genau, eine Farm. Ich kann leider noch keine zweite Holzfälle errichten, weil das Tutorial mir das nicht erlaubt. So, jetzt haben wir ja großartig. Die Sonnen, das Sonnenvolk hat nun Heime und Essen. Bleibt dabei, okay. Das heißt, wir können jetzt noch eine Sawmill errichten. Oh, der ist neu. General Box. Mein Lord, die Nacht kommt. Das heißt, die Mondmonster werden bald angreifen. Diese Krieger werden euch helfen, euch zu verteidigen. Ihr könnt über die Zirkel herausfinden, wie viel Zeit noch bleibt. Und die Monster greifen von einem Mondkristall aus an. Ja, schickt die Krieger los, um vom Pfad aus zu verteidigen. Gut, sollten wir hinkriegen. So, jetzt wollte ich aber ein Haus errichten. Und da mal kurz hier die Forschung gucken. Ah, Palisaden und Holztürme haben wir bereits, ist okay. Das hier sind so die Forschungsgrenzen. Das heißt, um das upgraden zu können, muss ich erst Technologie erforscht haben. So, das war der erste Angriff. Exzellent, wir haben es durch die Nacht geschafft, mein Lord. Aber weitere Schutz ist nötig. Baut eine Archery Range und mindestens 5 Archer. Aber denkt daran,
Warriors brauchen Sunstone. Wenn wir keins mehr haben, dann verlieren sie Leben.